Hallo, mein Name ist Annika Diehl. Ich bin von der Bernhard-Gruppe in Stuttgart und ich arbeite dort im Fachbereich Emissionsschutz. Wir haben die schalltechnische Untersuchung bei Kompass 81 durchgeführt und dabei ist das Ziel, die nächstgelegene Wohnbebauung hinreichend vor dem auftretenden Gewerbe- und Industrielärm zu schützen. Welche Bebauung ist dabei zu beachten? Also der nächstgelegene Ortsteil ist der Wiesenstetten im Nordosten und auch das Wohngebiet Reichenhalden im Südwesten ist maßgeblich. Das ist einfach die Bebauung, die am nächsten dran ist und dadurch wird auch die Betroffenheit hier am größten sein. Das heißt, an diesen Orten müssen die Emissionsrichtwerte der TA Lärm auf jeden Fall eingehalten werden. Das neue Gewerbegebiet bekommt deshalb sogenannte Emissionskontingente zugewiesen. Das heißt, durch diese Kontingente kann dann sichergestellt werden, dass die Richtwerte auch eingehalten werden. Und dann je nach Größe und auch je nach Gebietstyp werden die unterschiedlichen Flächen dann auch unterschiedlich an den Emissionsorten beitragen. So, genauer sehen Sie jetzt die Flächeneinteilung hier. Das Gebiet wird in mehrere Teilflächen unterteilt. Dabei sind es überwiegend Gewerbeflächen. Wir haben aber auch zwei Industriegebietsflächen. Und die Emissionskontingente können jetzt für diese einzelne Teilfläche auch unterschiedlich festgelegt werden. Wie wird nun vorgegangen, um diese Emissionskontingente zu ermitteln? Jeweils für die einzelnen Flächen. Also die vom Gewerbegebiet ausgehenden Emissionen werden über sogenannte Flächenschallpegel repräsentiert. Flächenschallpegel sind quasi stellvertretend für die zukünftige Nutzung, die dann irgendwann in dem Gebiet mal angesiedelt werden soll. Die Berechnung erfolgt dann iterativ, das heißt, es wird ein schrittweises Vorgehen angewendet. Und über die verschiedenen Flächenschallpegel wird dann das zulässige Maximum ermittelt, mit dem dann an der nächstgelegenen Wohnbebauung aber trotzdem immer noch die maßgeblichen Richtwerte eingehalten werden können. Das Ergebnis zeigt dann, dass für den Tagzeitraum die Kontingente voll ausgeschöpft werden können und in der Nacht wird es aber ein paar Beschränkungen geben müssen. Die Ergebnisse sieht man jetzt hier nochmal genauer. In den Gewerbeflächen sind Emissionen von 60 Dezibel pro Quadratmeter zulässig und in den Industriegebietsflächen sogar 65 Dezibel pro Quadratmeter. Das Ganze gilt für den Tag. In der Nacht müssen dann die GE-Flächen auf 48 bzw. 49 Dezibel pro Quadratmeter beschränkt werden und die Industriegebietsflächen werden auf 50 bzw. 52 Dezibel pro Quadratmeter beschränkt. Und durch diese Verteilung der Emissionskontingente ist dann eben sichergestellt, dass an der nächstgelegenen Bebauung auch keine Richtwerte überschritten werden. Wie wird sich der Schall des Kompass 81 auf Wiesenstetten und Reichenhalden auswirken? In Wiesenstetten werden durch das neue Gewerbegebiet Lärmpegel von ca. 40 Dezibel am Tag erreicht und 28 in der Nacht. Und in Reichenhalden werden etwa 48 Dezibel am Tag und 35 in der Nacht erreicht. Das Ganze hört sich jetzt vielleicht dramatisch an, aber so schlimm ist es eigentlich nicht, denn die Autobahn an sich ist eigentlich schon lauter. Das heißt, für Sie jetzt als Bürger wird es keine relevante Erhöhung der Lärmbelastung geben. Und wird denn ein Lärmschutzwall für Wiesenstetten gebaut? Nein, ein Lärmschutzwall ist einfach nicht erforderlich, weil die Richtwerte eh schon eingehalten werden. Dadurch, dass wir im Bebauungsplan diese sogenannten Emissionskontingente festgelegt haben. Und wurden die bereits bestehenden Gewerbebetriebe denn in die Berechnung mit einkalkuliert? Ja, natürlich. Wir haben ja schon ein Gewerbegebiet in der Umgebung und dieses beachtet man durch das sogenannte Irrelevanzkriterium. Das heißt, wir haben die Richtwerte um 6 dB verringert und dadurch wird die Vorbelastung mit einberechnet.